Ein Schiff auf einer Brücke? Eine Kapelle aus Asphalt? Ein Festivalzentrum aus Altpapier? Da ruft man sie. Ich habe mal eine Zeit lang so ein bisschen prosaisch gesagt, dass ich Luftschlösser baue. Wenn irgendjemand sagt, kann die Wand da weg, machen wir das auch. Wir rechnen aber auch jetzt irgendwelche Kunstwerke eben. Mehr von mir, also wir machen eigentlich alles. Beim Kunstwerk zum Beispiel, da kommt halt dann nur eine Skizze. Erstmal. Also die grobe Idee und dann wird überlegt, wie man das Ganze dann umsetzen kann. Das Statiker-Team aka Ingenieure trägt die Verantwortung. Die kühnsten Visionen müssen echten Belastungen standhalten. Eigentlich beginnt dieses Spiel schon im Sandkasten. Alles hängt voneinander ab. Versuch und Irrtum, so baute man in der Antike. Baumeister lebten von ihrem statischen Gefühl. Im 21. Jahrhundert ist alles trockene Mathematik, exakte Berechnungen. Sonst drohen vibrierende Böden, schaukelnde Ränge, schwankende Brücken. 1940 stürzt die damals neuartige Tacoma-Brücke ein. Die Konstrukteure hatten den Seitenwind unterschätzt. Es gibt die allgemein anerkannten Regeln der Technik und auch eine gewisse Zeitdauer, die ein Baustoff schon im Einsatz gewesen sein muss, um tatsächlich nachher auch eingesetzt werden zu dürfen, weil eben das Risiko, das von einem Gebäude ausgeht, so groß ist. Da ist dann tatsächlich zum Teil die Zeit noch nicht reif für diesen neuen Baustoff oder für dieses neue Produkt, was es tatsächlich gibt. Also da sind wir sehr konservativ, was die Baubranche angeht, zu Recht, weil einfach so viel davon abhängt. Also, Lösungen müssen her, denn auf ihrem Tisch landen die besonderen Kulturprojekte. Das Konzerthaus in Bleibach, gefaltete Wände mit optimaler Akustik, möglich dank eines extra entwickelten Leichtbetons. Oder der ehemalige Techno-Club Harry Klein. Ein Haus im Haus mit Federlagerung für optimale Schallisolierung. Um zu raven, wenn die Nachbarn schlafen. Wir haben uns damals geeinigt auf 8 Hertz mit dem Akustiker. Der wollte eigentlich, dass es nur 5 Hertz sind und wir wollten eigentlich lieber 10 Hertz von der Eigenfrequenz. Und sie haben es, glaube ich, wirklich geschafft, ein paar DJs, die mit den richtigen Bässen, mit den richtigen Frequenzen das Gebäude auch leicht zum Zittern zu bringen. Und manchmal ist auch in der modernen Statik nicht alles planbar. Das kühnste Projekt, sie helfen, den alten Dampfer Utting nach München zu holen, ohne ihn davor richtig abmessen zu können. Wir hatten aber nur so Spantenrisse aus den 50er Jahren, also alte Zeichnungen, wo man sich das irgendwie zusammendenken konnte, wie dieses Unterwasserschiff ausschaut, weil das Schiff lag ja im Ammersee. Und dann war es eben so, dass man das versucht hat, aus den alten Spantenrissen das irgendwie räumlich zusammenzubauen und zu schauen, wie das geht, weil man hat ja nur einen Versuch. Ein Versuch, ein nicht ganz gerades Schiff auf eine nicht ganz gerade Brücke zu bringen. Vorbild natürlich Werner Herzog. Es bewegt sich! Es bewegt sich! Als es dann an diesen 200-400-Tonnen-Kränen hing, war es eben spannend. Stimmt denn das jetzt alles? Also ich hatte keine schlaflose Nacht, aber ich war sehr früh wach. Unsere Fantasie ist grenzenlos. Wenn da nicht die beengenden Gesetze der Physik wären. Sie setzen ihre Barrieren. Architektur oder Kunst wollen sie testen. Ausbrechen. Darum geht es doch, oder? Es gibt immer so Bewegungen. Mal versucht man es möglichst, was Neues zu machen. Dann besinnt man sich wieder auf alte Sachen zurück. Aber tatsächlich ist immer ein Spiel. Geht immer in beide Richtungen, in meinen Augen. Aber letzten Endes, die Physik kann man nicht überlisten. Als Statiker sind sie wie die Backup-Tänzer von Künstlerinnen und Architekten. Immer im Hintergrund, aber unverzichtbar. An über 1300 Projekten waren sie beteiligt, viele davon prägend für die bayerische Kulturlandschaft. Sie sieht es mal anders. Also, da wiederholt sich nichts. Ich wüsste jetzt kein Kunstwerk, wo wir gesagt hätten, so, ah ja, gut, das wissen wir schon, Schublade auf. Jedes Mal eine andere Idee. Das ist ja das, was dahinter steckt bei der Kunst, dass es sich nicht wiederholt und dass es was Besonderes will. Fangt es an zu planen und am Schluss steht es irgendwo. Das ist wirklich die Faszination bei dem Job. Das ist wirklich so, wenn ich durch die Stadt gehe oder was oder fahre oder auch sonst irgendwo, wo wir was gebaut haben. Du weißt halt einfach, das habe ich gemacht, da war ich dran beteiligt. Leicht und spielerisch ist er bei Ihnen. Der Tanz mit der Schwerkraft. Fire!